Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem VfL Wolfsburg. Das Ganze vor 24.834 Zuschauern, entstand 1:5. Begrüße die Medienvertreter, die Gäste in den angeschlossenen VIP-Bereichen und natürlich die beiden Trainer, Thomas Letsch für den VfL Bochum und Niko Kovac für den VfL Wolfsburg. Der Gast hat das erste Wort. Herr Kovac, bitte. Ja, erst einmal hallo zusammen. Wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Das Ergebnis spricht für uns. Letzten Endes muss ich sagen, dass wir erste Halbzeit das richtig klasse gemacht haben. Wir haben dort das, was Bochum immer spielt, Mann gegen Mann, auf dem ganzen Platz nach vorne verteidigen, haben wir sehr gut ausgenutzt. Wir haben die freien Spieler gefunden, haben natürlich auch etwas Glück in einigen Situationen, wo wir uns aus dem Zweikampf gut rausdrehen, das Spiel verlagern und dann eben die Möglichkeit haben, dort eins gegen den Torwart zu gehen, beziehungsweise eine Überzahl auf der Ballfernseite. Das haben wir klasse gemacht, auch im Verteidigen waren wir erst Halbzeit sehr präsent, haben den Gegner hochgepresst, damit wir nicht allzu tief am 16er stehen, um die Bälle dort dann vom 16er oder aus dem 16er dann rauszuköpfen. Zweite Halbzeit wussten wir auch, dass Bochum nochmal auf die eigenen Fans Gas geben wird, das haben sie auch getan, hauptsächlich über die Ecken bzw. Freistöße. Da war ich mit der zweiten Halbzeit defensiv nicht zufrieden. Offensiv, okay, haben wir noch zwei Tore gemacht, aber unterm Strich, glaube ich, ist der Sieg in Ordnung und wir haben jetzt zwei Tage frei. Na, morgen nicht, aber Montag, Dienstag. Ihr dann dementsprechend auch. Okay, Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst Glückwunsch an Nico und den VfL Wolfsburg. Zu dem Sieg, für mich ist es etwas schwierig, dieses Spiel zu analysieren, weil ich der Meinung bin, dass wir viele Dinge gut gemacht haben. Und das hört sich natürlich nach einem 1:5 komisch an. Was für mich entscheidend war, war in der ersten Halbzeit aus Nikos Sicht, natürlich gut, wie es der VfL gelöst hat, aus unserer Sicht. In den entscheidenden Momenten haben wir uns, ja, zu schlecht angestellt, da können wir auch nicht schönreden, da haben wir Fehler gemacht, haben es dem Gegner zu leicht gemacht, egal ob das erste, das zweite oder auch das dritte Tor ist. Und so gehst du mit 0:3 hier in die Halbzeit fühlt sich aber irgendwie gar nicht so auf dem Platz selber wie ein 0:3 an. Dann kommst du aus der Halbzeit raus, machst du ganz gute 10 Minuten, schnürst den Gegner hinten ein und dann wieder ein katastrophaler Fehler und steht 0:4. Deshalb ist es natürlich absolut verdienter Sieg vom VfL Wolfsburg, weil wir in den entscheidenden Momenten das nicht gut gemacht haben. Aber, und das ist eigentlich schon ein bisschen vorausschauend, wenn ich die Atmosphäre hier sehe und auch die Art und Weise, wie die Mannschaft gefeiert hat, dieses Stadion heute, die Fans, wie ganz Bochum hinter der Mannschaft gestanden ist, dann stimmt mich das auch optimistisch. Das tut weh. Wir hatten heute eine Riesenchance, einen großen Schritt zu machen, uns zu distanzieren von den anderen Mannschaften. Das haben wir nicht geschafft. Aber wenn wir diese Atmosphäre und diese Stimmung und Mentalität haben, ohne diese gravierenden Fehler zu machen, dann ist mir nicht bange. Und ich freue mich auch, dass wir schon am Freitag die Möglichkeit haben, hier in einem Derby gegen BVB das besser zu machen als heute, weil nochmal, und ich hoffe auch, dass ich da richtig verstanden werde, ich möchte nichts schönreden, wenn du 1:5 verlierst gegen eine Mannschaft in der Bundesliga, die sicherlich große Qualität hat, dann ist das nicht gut, dann kann das auch nicht unser Anspruch sein, aber wie gesagt, eine Analyse ist gar nicht so einfach von diesem Spiel aus meiner Sicht. Danke. Besten Dank. Bei Fragen, die erste Hand sehe ich schon von Philipp Rentsch, Ruhrnachrichten, zu meiner Linken. Herr Letsch, Sie haben heute außergewöhnlich früh gewechselt, Jordi Osetutu aus dem Spiel genommen, noch während der ersten Halbzeit. Vor dem Spiel gab es sicherlich drei Optionen auf der Position, Stafelidis, Gamboa und Osetutu. Warum fiel die Wahl dann auf Jordi? Es gab vier Optionen, Sadie Janko gab es auch noch als Option und es waren tatsächlich vier Optionen. Jordi hat es bei Union ganz gut gemacht. Wir wollten das ähnlich angehen, wie wir es gegen Union gemacht haben, gegen Ball. Hat nicht so gut funktioniert und dementsprechend habe ich dann relativ früh reagiert. Wir machen weiter hier in der Mitte, erst bei Max Backhaus von der Bild.
Hallo zusammen, dann würde ich ganz kurz bei einer Wechselfrage bleiben. Zur Pause musste dann unter anderem Philipp Hofmann drin bleiben, was eher ungewöhnlich ist, weil er normalerweise immer länger spielt. Ist er verletzt, angeschlagen oder waren es taktische Gründe? Also Philipp war krank, er kam heute zum Spiel mit starken Halsschmerzen, aber jetzt nicht so, dass er nicht spielen kann. Aber aus meiner Sicht hat auch Philipp jetzt nicht seinen besten Tag gehabt. Wir wollten mit Moritz da ein bisschen mehr Power reinbringen, mehr Intensität im Anlaufen vorne. Ich denke, Moritz hat es auch ganz gut gemacht und Philipp war vielleicht auch nicht bei 100% dann und deshalb haben wir so früh entschieden zu wechseln. Außerdem, ich meine, es stand 0-3 zur Halbzeit. Ich glaube auch nicht, dass da jemand böse sein sollte oder enttäuscht, wenn er ausgewechselt wird. Wir bleiben in der mittleren Reihe. Thomas Gassmann, Wolfsburger Allgemeine. Nico, Glückwunsch zum Sieg. Es gab ja am Rande noch eine ganz nette Geschichte. Du hast Omar Mamouche eingewechselt, nach 19 Minuten wieder ausgewechselt. Dann ist er an dir vorbeigegangen. Du hast ja versucht, ihn irgendwie zu trösten, hat dann nicht so ganz funktioniert. Und dann habt ihr dann, glaube ich, nochmal auf dem Rasen miteinander gesprochen. Kannst du das mal erklären, warum du ihn ausgewechselt hast und ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie euer verbales Wortduell war? Nein, es war relativ einfach. Also genauso wie der Thomas hatte ich dann nach der Auswechslung in der Halbzeit das Gefühl, dass wir unter Druck geraten sind. Wie er richtigerweise gesagt hat, die ersten 10 Minuten hat mir das nicht gefallen im Anlaufen und wir haben die Mitte nicht zubekommen bzw. sind nicht nach vorne verteidigt. Und das habe ich Omar das ein oder andere Mal mit auf den Weg gegeben, in der Halbzeit noch bevor er reinkam bzw. auch während des Spiels. Und ich muss ja dann dementsprechend handeln, wenn ich sehe oder wenn wir draußen sehen, da sitzen ja schon noch, auch noch andere, die das genauso gesehen haben. Deswegen habe ich ihn runtergenommen, weil ich einfach mit der Defensivleistung nicht zufrieden war. Dass ein Spieler nach 15 Minuten wieder runterkommt, ist nicht alltäglich, ist eine Rarität, aber es ist auch das erste Mal, dass ich es so in der Form gemacht habe. Nur es geht in erster Linie darum, dass wir erfolgreich sind und dazu zählt auch, dass wir mal das Spiel dann zu Null beenden. Und als Gegenbeispiel habe ich einen Joshua Gilagui gebracht, der auch in der Halbzeit kam und er hat es genau anders gemacht. Und das war der Grund, das habe ich dem Omar mitgegeben bzw. erklärt. Die Enttäuschung ist groß, er ist traurig, vielleicht auch sauer, aber das ist ein Reifeprozess, daraus muss er lernen. Ralf Ritter, Watz Bochum. Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Herrn Letsch. Ich habe jetzt die erste Halbzeit ehrlich gesagt nicht ganz so gut gesehen wie Sie, abgesehen von den Fehlern, die zu den Toren geführt haben. Hat mir auch so die Intensität und die Präsenz in den Zweikämpfen gefehlt. Insgesamt, es gab sehr viele Löcher, viele Räume für Wolfsburg. Haben Sie das nicht so gesehen oder falls doch ein bisschen, woran lag es? Nein, also vielleicht war meine Wortwahl, dass die erste Halbzeit gut war, nicht ganz glücklich. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es hat sich nicht wie ein 0-3 angefühlt. Ich gebe Ihnen recht, nicht nur in den drei Situationen, die dann spielentscheidend waren in der ersten Halbzeit mit den Toren, waren wir diese Giftigkeit, diese Galligkeit in den Zweikämpfen. Also es geht in einem Heimspiel darum, hier alles dafür zu tun, in der Liga zu bleiben. Das hat gefehlt, da sind wir uns einig. Das war nicht vorhanden. Das war in der zweiten Halbzeit weitaus besser. Eine Erklärung dafür ist immer schwierig zu finden. Woran liegt das? Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass wir kamen in die Duelle, aber du musst halt ein Duell mit einer Überzeugung führen. Und für mich ist das zweite Tor einfach dann symptomatisch. Und deshalb habe ich die Tore als Beispiel herangezogen. Wenn ein Patrick Wimmer Slalom läuft, das hatten wir mit Dominik Schobeslei hier schon, wo wir dann das Glück hatten, das darf einfach nicht passieren. Da musst du konsequent verteidigen, da musst du in den Zweikampf reinkommen. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Diese Giftigkeit hat uns völlig gefehlt und war im Grund das, was dann auch dazu geführt hat, ja, in den entscheidenden Momenten, aber dadurch war das Spiel logischerweise dann eher auf Seiten von Wolfsburg. Wir machen weiter mit Philipp Rentsch. Herr Letsch, von den Spielern kam gerade keiner mehr zum Interview. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Mannschaft nochmal zusammengetrommelt haben. Was war da so Thema? War das eher ein Monolog, ein Dialog? Also wir saßen in der Kabine zusammen und was wir in der Kabine besprechen, sollte eigentlich auch in der Kabine sein. Es ging einmal um das, was heute passiert ist, aber dann auch um das, was jetzt noch auf uns zukommt.
was ich vorher auch sagte, es gibt zwei Dinge. Und was heute passiert ist hier im Stadion, das war auch Thema, das muss uns auch ein gutes Gefühl geben. Nicht das Ergebnis, nicht das Spiel, sondern die Art und Weise, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat und dass alle hinter uns standen. Und dieses Gefühl ist wichtig und das wollte ich auch mittransportieren für die kommenden Aufgaben noch. Weil wir haben heute, ich will nicht sagen einen Rückschritt gemacht, aber wir haben eine Chance liegen lassen. Und trotzdem sind wir in der Situation, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Und wir dürfen nicht die nächste Chance wieder verstreichen lassen. Wohl wissen, dass die Aufgaben nicht einfacher werden, sondern dass die Spieler weniger werden. Aber das war sicherlich eine Sache und dann haben wir über das Spiel auch noch gesprochen, aber das lassen wir in der Kabine. Thomas Lipinski vom SID. Herr Letsch, Sie haben jetzt 4 der letzten 5 Heimspiele verloren. Haben Sie eine Erklärung, wo die Heimstärke geblieben ist? Nein. Das Schöne ist, dass wir jetzt auswärts die letzten 3 Spiele nicht verloren haben. Das ist das Positive. Es ist schwierig, eine Erklärung zu finden, woran das liegt. Ich glaube, jedes Spiel muss man unterschiedlich betrachten. Aber natürlich, wir hatten am Anfang, wir waren eine Bank hier zu Hause, haben tolle Ergebnisse eingefahren. Auch dann mit dem letzten Sieg dann noch gegen Leipzig. Aber ja, irgendwas fehlt im Moment. Und ich glaube, das war genau das, was der Ralf Ritter auch angemerkt hat. Es geht dann um die Giftigkeit, um die entscheidende Präsenz. Wir waren auch dann, muss man sagen, hat man ja gemerkt, eine gewisse Unsicherheit, dann auch im eigenen Ballbesitz, haben wir den Gegner wieder Bälle zugespielt. Ist das Selbstvertrauen verloren gegangen? Das darf nicht sein. Wir spielen hier zu Hause, wir müssen an uns glauben. Und das war auch die Kernbotschaft dann in der Halbzeit, bei aller Kritik, die wir natürlich auch geäußert haben. Und das meinte ich damit. Wir müssen, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, egal ob auswärts oder zu Hause, als VfL Bochum immer ans Limit und 100% bringen. Und wenn wir das nicht schaffen über 90 Minuten, dann wird es schwer. Und das haben wir heute nicht geschafft. Und das haben wir in den Heimspielen, die wir gewonnen haben, mit dem nötigen Quäntchen Glück geschafft. In den letzten Heimspielen haben wir das leider nicht geschafft. Daniel Mau von der Braunschweiger Zeitung. Herr Kovac, was kann dieser Sieg auch mit Blick jetzt auf die nächsten Spiele geben? Weil jetzt kommen ja die Mainzer, die jetzt heute ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Man spielt noch in Dortmund und in Freiburg. Das ist ja schon ein sehr herausforderndes Programm. Ja, ich bleibe dabei, dass wir, dass zum Schluss erst alles entschieden wird. Wenn wir die Meisterschaft uns anschauen, wenn wir die Champions-League-Plätze uns anschauen, wenn wir die internationalen Plätze, aber auch den Abstieg, das wird alles am letzten Spieltag entschieden, meiner Meinung nach. Das habe ich vor Wochen gesagt. Der Sieg ist wichtig. Ja, wir haben heute schon mit dem Sieg was erreicht, was wir auch erreichen wollten, weil wir wussten, wir können nicht immer nur Punkte holen, ein Punkt, damit kommst du nicht vom Fleck. Deswegen war dieses Spiel für uns heute immens wichtig. Nächste Woche kommt Mainz, wird nicht leichter. Heute war es auch schwer. Wir mussten auch heute viel arbeiten. Die Mainz haben einen guten Lauf und das heißt für uns wieder die Woche gut vorbereiten. Die Punkte, die wir zu verbessern haben, verbessern und die anderen Sachen natürlich zu steigern. Thomas Gassmann, nochmal. Noch einmal ganz kurz so personelle Sachen. Bono kam raus, Halbzeit, Verletzung. Patrick Wimmer wegen gelber Karte oder auch wegen dem kleinen Zwischenfall? Nein, wir haben ja heute 3 Torhüter im Spielberichtsbogen gehabt. Kilian Fischer ist heute Morgen ausgefallen, weil er ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte, deswegen war er heute nicht auf der Bank. Dann der Sebastian Bonneau hatte vor 2 Tagen auch eine Magen-Darm-Geschichte, also dass er heute überhaupt dabei sein konnte, das hat mich selbst auch gewundert und in der Halbzeit war er ausgelaugt, kreidebleich und er konnte auch nicht mehr, deswegen haben wir dort gewechselt und mit dem Patrick Wimmer war es so, er hatte letzte Woche auch einen Schlag oberhalb des Knies auf den Oberschenkel bekommen. Hatte ein Gefühl, dass er ein bisschen ja, wackelig auf den Beinen ist und da wollten wir kein Risiko eingehen. Und bei 3-0 hat sich dann das natürlich auch angeboten, dass wir da auf Nummer sicher gehen. Ralf Ritter. Ja, ich habe auch noch eine personelle Frage an Herrn Letsch. Philipp Förster fehlte, es hieß, er sei verletzt. Was hat er? Philipp hat schon seit einer Weile Achillessehnenbeschwerden, die ja, nicht besser geworden sind, sondern im Gegenteil schlechter geworden sind, sodass er gestern auch nicht trainieren konnte.
und jetzt individuell, ja, sage ich mal, behandelt wurde, sodass er heute nicht zur Verfügung stand. Schwierig, da eine Prognose zu machen oder zu geben bei der Achillessehne. Ich hoffe aber, dass er uns schnell wieder zur Verfügung steht. Weitere Fragen? Nein, Fußball gleich. Auf geht's, komm, ab nach Hause. Herr Kovac beendet die Pressekonferenz. Besten Dank in dem Sinne dann für Ihr Interesse. Und wir sehen uns am Freitag hier wieder, wenn es gegen den BVB geht. Den Gästen gute Anfahrt. Alles Gute dem VfL, ne? Bochum. Beiden. Nein, natürlich, aber wir wünschen ja sowieso.